Guten Morgen, guten Morgen. So, geht direkt los, fortfahren. Ich will zocken zum Guten Morgen Stream. So, na dann. Ich bin gehypt auf das Game, weil das einfach nur geil ist. Wenn das Laden nicht immer so lange dauern würde. Aber zum Glück ist mein Kaffee am Start. Kann ich ja nochmal kurz rausdammen. Und das da anmachen. Genau. So. Wo sind wir denn das letzte Mal stehen geblieben? Hier. Was ist hier denn los? Okay. Ohne Schal, bla bla bla. Gut. Dann gehen wir dahin zurück. Reinigung starten. Reinigen. Putzen. Schimmel entfernen. Dann. Zeig mehr. 71%, 66. Wir versuchen es. Muss ja klappen alles. Nice. Auch repariert, sehr schön. Raus mit dir, Onkel. Renovieren. Was möchte die Person? Badezimmer und Schlafzimmer. Ja, das wird ein Spaß werden. So. Schlafzimmer, Böden, Hartholz oder Linoleum? Was ist das denn? Oh, das sieht nice aus. Und hier Stein. Stein in einem Wohnwagen. Okay. Grün oder gelb? Wir nehmen das da. So, hier Wände gelb. Da nehmen wir das da. Warum auch immer. So. Was möchte der denn hier? Eine Duschkabine. Wir haben noch 7400. Das kriegt man doch alles geregelt hier. So. Eine Klobürste möchte der Herr noch haben. So. Und Toilettenpapier. Sowie ein Handtuchhalter. So. Bewegen. Dahin. Hier kriegt er so eine Tür rein. Passt. Badezimmer fertig. Ein Einzelbett hätte die Person gerne. Kriegt er natürlich. Können
mal so nicht setzen. Dann müssen wir das noch tatsächlich hier drüben hinbauen. So. Ein Couchtisch. Wir nehmen den kleinen, würde ich sagen. Dorthin. Sofa will er auch noch rein haben. Holy shit. Wo soll ich das alles hinstellen, bitteschön? Ich überlege gerade. Wir machen. Shit. Geht ja zum Glück nicht auf Zeit hier. Alter, bitte. So. So, so, Waschbecken kommt dahin. Das Klo kommt nicht ganz dahin. Hä, was ist denn hier los? Das muss da tatsächlich noch eine Tür rein? Nö. Für was ist jetzt das Ausrufezeichen da? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Möbelstück erfordert etwas, blockiert den Weg. Hä, was soll denn da den Weg bitte schön blockieren? Ah, okay. Wow. So. Dann können wir tatsächlich, wo ist der Handtuchhalter? Der ist da. Den dorthin. Und ich hoffe, es passt alles. Die Heizung dahin, sehr schön. Bewegen. Ich möchte das Bett gerne hierhin haben. So. Da will ich bestimmt noch ein TV haben. Ja. Einmal den hier hinstellen. Passt das hinten und vorne wieder nicht. Das dahin stellen. Den dahin. TV machen wir zum Schluss. Wie soll ich denn das alles hier drin unterbringen, bitteschön? Thank you.
Hier kann ich nichts hinstellen wegen der Tür. So machen. Der will jetzt unbedingt noch einen Kühlschrank. Hör mal den. Mal den da hinstellen. Eine Spüle will er auch noch haben. Die kriege ich dort unter, aber warum? Die ist genauso groß, die ist auch so groß. Ach du. Wenn ich jetzt die Tür wieder da reinmache, hätte ich hier Platz. Das Bett könnte ich so stellen. Dann kann ich das Sofa nur so hinstellen. So, wenn ich jetzt hier die Tür drinne hätte. Hier die Tür. Du kommst erstmal bitte da weg jetzt, du nervst. Geht gerade nicht wegen der Dusche. Okay, muss ich mir merken. Da die Tür. Das Bett kann ich so nicht hinstellen. Mal das hier hinstellen. Würde ich tatsächlich verkaufen. Das andersrum nehmen. So. So. Den verkauf mal. Dafür kriegt er so einen Kleen hier rein. Da passt dann die Mikrowelle drauf. So. Gemälde, Wanddeko, Läufer, Ventilator. Okay. Da und da die Wand. Da und da die Wand. Moin, moin, Nico. Das dahin, das dahin, dann bewegen. Machen wir das dahin. Das dorthin. So, das können wir auch noch ein Stückchen verschieben. Heizung kann dann dorthin. Das Klo, das Waschbecken. Wieder versperrt. So. Wenn wir den dahin machen. So, der braucht jetzt noch ein Ventil, eine Wanddekoration tatsächlich. Kleine Holzwanddeko. Und ein Gemälde. Mir geht's soweit ganz gut. Wenn wir das dahin ballern. Einen Läufer will er noch haben.
schmeißen wir den. Wow. Nicht dahin. Machen wir den dahin. Ein Ventilator. Wie viel haben wir denn noch? 3000. Oh Mann. Gibt es auch kleinere Formate davon? Nochmal. Wow, ab hier. Was ist denn das für eine Scheiße? So, da hat er seinen Ventilator. Wanddeko. Das da. Und jetzt will er noch einen Fernseher haben. Ich habe noch drei. So. Dann kommen noch ein paar Kerzen hin. So. Ja. So, wie sieht's aus? Dekoration 39%. Alter, ernsthaft. Obstkörbchen können wir noch hinstellen. So. Oh Gott. Immer verpasse ich den einfach. Nö, ich stream erst seit 17 Minuten. Ich habe mit dem Ding angefangen und ja. Okay, das kann ich jetzt mal zumachen. Deko. Kann ich nicht. Oh doch. Cool. Wo haben wir denn die wunderschönen DVD-Player? Da. Und noch ein paar DVDs dazu. So. Ach komm, muss reichen. Boah, leck mich am Arsch, ey. Wow, Gesamteindruck gut, aber alles gefällt ihm nicht. Was ein Hund. Menschen haben einfach zu Adern. Ja, aber wollen halt nicht wirklich das Geld dafür rausgeben. So, Jobs. Ich hab 130.000. Suche guten Raumausstatter für den Bau einer modernen Einzimmerwohnung. Anforderungen: Runderneuerung. 9.400? Oh, krasses Geld, ja, alles klar. Annehmen. Das machen wir doch. Das machen wir doch. Reparieren. Reparieren, verkaufen, reparieren, reparieren. Was? Kann ich nur verkaufen? Ja gut. Ich hätte die gerne eingelagert, aber okay. Habe ich aber mehr Geld zur Verfügung, das ist gut. So, eine Einzimmerwohnung will die Person haben.
Das kriegt man hin. Tschüssikowski. Schlafzimmer und Badezimmer. Bevorzugte Möbelwanddeko. Ich überlege gerade, ob ich das so ein bisschen umbaue. Da wird Couchtisch, Sofa, Kühlschrank, Küchenspiele, Mikrowelle, Wanddeko, Gemälde. Toilette für Klobürste, Waschbecken. Ne, wir lassen das so. Die bewegt man mal dorthin. Und das machen wir erstmal dahin. Okay, Wohnzimmer, Boden. Nehmen wir das. Rot oder Grau? Nehmen wir die hier. So, das haben wir. Dann ein Einzelbett. Kriegt er das hier? Nee, kriegt das von der anderen Seite. So. Couch, Tisch, ein Sofa. Jetzt. Wo wäre die Wand zu Ende? Bei 3. Das wäre dann hier. Das einmal so. Oh, ich habe nur 6000. Ich muss aufpassen. Gut, nee, dann lassen wir das erstmal weg. Sofa. Könnte man doch tatsächlich da hinstellen. Der Couchtisch kommt hier hin. Sind das Fliesen an den Wänden? Nee, Tapete. Das ist Tapete, ganz normale. Erstmal mit dem Bad fortfahren, damit ich weiß, wie viel ich für die Dings habe. Wand hellblau. Oder nur blau. So, dann eine Duschkabine. Haben wir da. Eine Toilette. Hammer da. Ein Waschbecken, das immer noch mega hoch hängt. Eine Klobürste. Einmal Klopapier. Und ein Handtuchhalter. Gut, das haben wir fertig. Bevorzugte Möblierung machen wir später. Unwichtig bevorzugte Möblierung. Wichtig erster Eindruck. Benötigte Möblierung.
Okay, Kühlschrank. Das heißt, die Küche werde ich hier in die Ecke bauen. Küchenspüle. Setzen wir erstmal dahin. Und einen Kühlschrank. Den setzen wir tatsächlich dahin. Jetzt habe ich noch 3.500. Holy shit, Reno. Bewegen. 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 Hier gibt es doch, gibt es vorne und hinten. Dekoration. Machen wir dort hin. Und das Gemälde. Machen wir dort hin. Gut, da haben wir das schon mal alles. Wanddeko bevorzugt Hammer. Hab mir heute mal das Xbox Game Pass gegönnt. Auch der, Gott, der müsste ja auch irgendwie 60 € kosten oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, für die PS4, PS5 sind das 60 € im Jahr. Ich habe jetzt noch wie viel? 1800. Dann setzen wir tatsächlich hier noch ein Pflänzchen hin und da noch eins. Und wir setzen dort noch eins hin. Dann hätte ich gerne hier noch ein Schränkchen. Bewegen, der kommt dahin. Bewegen. Wir machen das anders. Das Bild kommt dahin. Die Heizung hauen wir dahin. Omnité Bücherregal. Ach, das sieht ja eklig aus. So, da können wir hier so ein Ding hinstellen. Bewegen, die ballern wir dort hin. Wie viel habe ich noch? 1200. Da können wir die Boxen hier hinschmeißen. So, Dekoration 72, Dekoration 100. Ah, komm, das kriegt man hin. Ja, der Game Pass ist nicht gleich Gold PS Plus. Der Game Pass hat das, du über 100 Spiele für 1 € im ersten Monat, danach 10 €. Ah, okay. Ja gut, ich bin bei der Xbox nicht so drin. Ich bin PlayStation-Kind. Ich bin früher mit der PS1 aufgewachsen, dann ging es über die erst die große PS1, dann die kleine PS1, dann die große PS2, die kleine PS2, dann PS3, jetzt PS4. Ja, und jetzt gönne ich mir irgendwann die PS5, wenn die nicht mehr an Kinderkrankheiten leidet. Ich würde tatsächlich sagen, bewegen die darüber. Wir haben ja noch ein bisschen Geld.
immer hier jetzt so ein Ding hinballern. Passt sogar noch ein Stück nach hinten, ne? DVD-Player. DVDs. Kerze. Jeder kriegt noch eine Whiskyflasche. Eine Uhr. 336. Ein Obstkörbchen. Das da, das kommt auch immer gut. Oh, ich habe eine zweite Anime-Figur freigeschalten. Wonder Eye Anime-Figur. Okay. Habe ich noch. Werkzeughalter. Nee, das brauchen wir tatsächlich nicht. Hier kommt ein Schuhregal hin. Jetzt will ich noch irgendwas für die Wand dort haben. So, dann haben wir noch 8 Dollar übrig. Und Dekoration auf 100%. Nice. Und das gefällt dem? Das ist gut. Ich lese es gleich, Nico. Komm, das ist das beste Klo auf dem Markt. Oh Mann. Mir gefällt die Wohnung, muss ich sagen. Gesamteindruck ist scheiße. Du kleiner Möchtegern-Makler. Hä? Ach komm, lass mich doch in Ruhe, ey. Küss mich da, wo die Sonne nie scheint. So, ich bin eigentlich im Nintendo und PlayStation aufgewachsen. Naja, waren bei ja mal zusammen. Waren bei ja mal zusammen, beide mal zusammen, bestimmt. Ich war aber erst ab Mitte, Ende der PS2-Zeit zockfähig. Dann kam die Xbox 360, die war ja so, naja, und 2006 kam die PS3, eigentlich Release Date für die PS4, glaube ich. Die PS4 hat sich dann mein Bruder gegönnt, ich bin auf PC umgestiegen, seitdem habe ich PC und PS3. Wieso beschweren sich alle eigentlich wegen dem Scheißhaus? Hauptsache, ihr habt was zum Sitzen und zum Kacken. Ja, erstmal wegen dem Klo, ich habe halt das Billigste genommen. Die wollen jetzt alles schon das Modernste. Ich habe ja auch nicht mehr so ein Klo mit Spülkasten hinten und noch keine Ahnung was alles dran. Das hatte ich auch zu meiner Jugend. Mittlerweile hast du auch bloß noch so ein Keramikbecken, was aus der Wand kommt, wo das Wasser hochspritzt beim Kacken. Und die Spüle, das Becken, das ist alles in der Wand verbaut. Zum Thema die PS3 eigentlich für die... Nee, also wo die PS3 rauskam, war definitiv nicht der Release für die PS4, weil die PS4 kam 2-3 Jahre nach der PS3 raus, auf jeden Fall, das weiß ich. Weil ich damals einen Freund hatte, der ist ein komplettes PlayStation-Kind. Der hat alles. Und der hat sich immer gleich zum Release die Sachen geholt, wo sie noch Kinderkrankheiten haben, wo ich mir immer schön Zeit lasse. Und die können ja nicht die PS3, die PS4 gleichzeitig mit der PS3 gebaut haben. Das wäre ja irgendwie dann schwachsinnig. Die lassen sich da immer schon ein paar Jährchen Zeit.
Die wollen ja immer das Neueste reinbauen. Ja. Aber mittlerweile bin ich halt auch PC-Zocker. Die PS4 hier benutzen meine Kinder zum YouTube gucken, zum Fortnite zocken. Ansonsten die PS3 im Kinderzimmer wird ab und zu mal genutzt von meinen Kiddies. Ja. Ich bin seit wann bin ich ein PC jetzt am PC zu dauerhaft? Oh Gott, das ist auch schon seit Ewigkeit. Ich bin jetzt 2 Jahre von meiner Ex getrennt. Zwei, vier, fünf oder 6 Jahre sitze ich jetzt am PC. Ja, seit 2016 ungefähr, ne? Davor immer nur PlayStation und das wirklich dauerhaft gesuchtet. Da bin ich Wochenende früh aufgestanden. Das erste, was ich gemacht habe, Playsy an. Je nachdem, was ich gerade auf was ich auf was ich gerade Bock hatte, halt früh Playsy an gesuchtet. Dann irgendwann gegen 10 rum ausgemacht. Ja, Haushalt mit der Ex mittlerweile unternommen. Dann abends so ab 19 Uhr die Kinder. So alt waren sie damals und die waren im Bett. Ich habe zu meiner Ex gesagt, hier komm, gern PC. Ich gern die Playsy. Hat man immer bis früh sonst man gesuchtet. Die PS3 kam 2006. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, dass ich 2006 die PS3 hatte. Ach so. Okay, dann habe ich mich verlesen. Aber ist ja menschlich. Nicht jeder Mensch ist perfekt. Ich hatte früher mal... Meine allererste Spielekonsole war der NES. Mit dem richtig geilen, verpixelten Super Mario. Das weiß ich, weil der, wo ich mir die PS1 geholt habe... Ist nämlich die NES raus zu meinen Eltern und hat mein Stiefvater und meine Mutter ernsthaft Super Mario gespielt. Wo ich mir heute noch so denke, warum spielen die das nicht mehr? Also warum spielt meine Mutter das nicht mehr? Weil die hat das Ding, glaube ich, damals weggeschmissen oder verkauft, keine Ahnung. Ich brauche einen erfahrenen Raumausstatter, der mir eine Wohnung mit 3 Schlafzimmern entwirft. Anforderung, Runderneuerung, Budget 12.400, Entlohnung 10.000. Erster Eindruck, Fußboden unwichtig. Okay, das nehmen wir an. Drei Schlafzimmern. Okay, das wären dann die hier. Das wäre dann das Bad. Wo ist die Küche? Die werde ich nicht in den Flur bauen, das kann er vergessen. Super Mario Bros. Einfach. Oh ja, das war echt genial. Das war echt geil. Ich finde es halt auch schade, dass meine Mutter damals den NES, keine Ahnung, verkauft, weggeschmissen hat. Weil dann würde der heute noch hier im Schrank stehen. Aber gut, man kann es nicht mehr ändern. Renovierung starten. Schlafzimmer, Badezimmer. Die wollen ernsthaft keine Küche haben. Cool. Sind das bestimmt YouTuber, die sich jeden Tag Essen kommen lassen? Obwohl, meine erste Konsole habe ich 2009 und 2010 bekommen. Das war in GameCube, auch einfach legendär. Oh, über den Ding habe ich auch mal bei einem Freund in der Schulzeit dann gespielt, wenn wir mal keinen Bock auf Schule hatten, geschwänzt haben. Ist immer zu dem gegangen. Der hatte den N64 und den GameCube. Also waren auch schon richtig geile Spiele. Das war ja dann so die Zeit, wo es mit den 3D-Games angefangen hat. Ich weiß, dass ich mir von meinem Schwager den Super Nintendo mal geliehen hatte, weil der hatte da ein Spiel. Boah, das hab ich so gefeiert. Das war mein allererstes RPG-Game. Also, ja,
Fliesene. So. Wand. Ihr Babyblaue. Die wollen reinhaben. Eine Duschkabine kriegt ihr vor die Fenster natürlich. Aber ihr kriegt die hier. Ich habe mehr Geld zur Verfügung. Eine Toilette. Da kriegt ihr natürlich die teuerste. So. Und ein Waschbecken. Passt das rein? Das passt natürlich rein. Alles klar. Ein Handtuchhalter noch. Kriegt ihr den billigsten? So. Und Klopapier. Kann ich das hier? Nee. Schade. Ich dachte, ich könnte das dort an die Möbel ranmachen. So, Staffelei-Ventilator. Gut. Fangen wir mal hier an. Okay. Bett, Kühlschrank, Mikrowelle. Das ist eine YouTuber-Wohnung, eindeutig. Nee, nicht Zelda. Nee, nee, das war ein RPG. Da hattest du das, da hattest du auch drei NPCs als Kollegen, die halt in so einer Fantasy-Welt mit dir gekämpft haben gegen Feinde. Der Aufbau war so ähnlich wie die alten Gameboy-Pokémon-Spiele tatsächlich. Und ja, es, wenn ich mich daran erinnern könnte, würde ich es dir sofort sagen, beziehungsweise dir mal Bilder bei DC schicken. Ne? Aber das Problem ist halt, das ist alles schon zu lange her und für meinen Geschmack finde ich das unnötig, weil ich mir nur das Wichtigste merke, zum Glück. Ein Bett. Es ist sogar egal, was für ein Bett. Nee. Mm-mm. Final Fantasy gab es nur für die PlayStation. Und ich rede ja vom Super Nintendo. Ein Kühlschrank. Und eine Mikrowelle. Jetzt brauche ich noch einen Küchenschrank. Wow. So, Mikrowelle. Das ist fertig. Dann das hier. Bett, TV, Sofa. Was wollen die hier drin haben? Bett, Laptop, Schreibtisch, Bürostuhl. TV, Bett, Sofa. Da kommt hier das mit dem Sofa rein. Gut. Ach nee, Wände. Fußböden, Hartholz. Braun. Ja. Ein Bett. Vor allem. Das ist gar nicht regelkonform, das Zimmer. Man darf in keinem Zimmer wohnen, wo es kein Fenster gibt. Okay. Schreibtisch. Wollen wir den dahin? Hier, du kriegst einen Gaming-Laptop und einen Gaming-Chair. So, haben wir das auch fertig. Das ist bestimmt YouTube-Zimmer. Secret of Mana ist jetzt das letzte. Oh Gott, warte, da muss ich mal ganz kurz googeln. Secret of Mana Super NES. Es sieht so aus.
Endboss. Ja, aber es ist nicht der Endboss. Also, es sieht genauso aus, aber es ist nicht das Spiel tatsächlich. Das ist es tatsächlich noch nicht. Aber ist er jetzt auch nicht so wild? Also, für den NES gab es ja en masse Spiele. Linoleum. Was nehmen wir denn da? Das hier. Oh Gott. Wir machen das so. Wände grau. Ich feiere immer noch diesen Look. Ein Bett. Ein Bett, ein Bett. Ein Bett. Falsch. Das ballern wir dahin. Dass man den durch die Tür schön begucken kann. Ein Sofa. So, und da wir gesagt haben, das wird eine YouTuber-Wohnung sein. So. So, Staffelei und Ventilator. Okay, ein SNES zu haben wäre auch geil. Meine Schwester hatte noch eine. Ey, das war eine richtig geile Konsole. Staffelei. Ach du Heimat, die kostet 500. Oh, ich muss ja hier draußen noch renovieren. Wollen wir noch diesen da? Für eine YouTuber-Wohnung fehlt noch das Bällebad. Ich weiß gar nicht, ob es hier sowas gibt. Nee. Gibt's leider nicht. Staffelei wollte ich jetzt. Welches Zimmer setzen wir hier? Ach komm, wir setzen die hier hin. Und ein Ventilator. Der kommt hier hin. Damit wenigstens ein bisschen Frischluftzirkulation hier ist. Haben wir alles. Jetzt haben wir noch $87. Bin ich ja richtig gut. 10%, 0%, 0%. Egal. Ja, okay, gewesen. Naja, machen Sie vielleicht selber. Ja, denke ich auch mal. Okay, Kühlschrank gefällt, das ist top. Komm, der Fernseher gefällt dir. Sag ich ja. Also komm, ne? Das ist top. Das teuerste vom teuersten. Ja. Bei mir die NATO das gleiche. Aber du willst jetzt den Gesamteindruck. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ist wirklich halt nur noch die Deko, die gefehlt hat. Ja, bin ich zufrieden mit. 10.000? Nice. Was ist denn hier schon wieder?
Warte mal, der hat Schulden? Was für ein Hund? Hab ich gar nicht mitbekommen. Ist das etwa das achtlagige Gold? Toilettenpapier? Nee, der Klopapierhalter, der war so teuer. Sorry, ich hab kein Geld, dann zieh aus. Jobs. Ich will Money machen. 150. Es muss doch mittlerweile irgendein Haus geben, was ich kaufen kann. Oder eine Wohnung. Ist doch nicht freigeschaltet, ne? Die sind auch noch nicht freigeschaltet, ne? So ein Haus mal zu renovieren, das wäre geil. Da. 117.000 würde mich das kosten. 12 Quadratmeter, Fußböden, 1 Räume, 1 Schlafzimmer, 0. Das wäre so wie meine andere Wohnung. Gebäudeteils, Etage 1, Anzahl der Wohnung 1, Primärmarkt, ja. Ja, das stimmt. Ich guck mal aber, ob es noch eine größere zufälligerweise gibt. Ja. 28 Quadratmeter, die ist tatsächlich größer. Oh, 233.000, tschüss. Was denn jetzt? Alter, du hast offene Mietschulden und willst, dass ich dir jetzt noch was repariere. Ich glaube, es hackt. War das? Das war die teure. Und hier unten gibt's gar nichts. Schade. Na dann, kaufen. Oh, reparieren. Ey, die ist größer als die andere. Nee, die ist genauso groß. Warte mal, wie soll ich... Okay, hier mache ich eine offene Wohnküche rein. Ich weiß schon, wie ich das mache. Wie lange bin ich dabei? 53 Minuten gerade. Ich würde jetzt erstmal meine kleine Raucherpause machen. Und bin gleich wieder da.